Jo, moin Leute, BrowserXL hier, herzlich willkommen zurück zur Retro Rampage und wir spielen heute Micro Machines. Micro Machines, seinerzeit ein Game, das ich auf der PlayStation gespielt habe, aber ich dachte mir, hey, das ist eine ziemlich coole Nummer, das können wir doch auch mal hier probieren. Machen wir ruhig als Challenge. Und was ist das Ganze? Also im Grunde genommen, ist das Spielchen nichts anderes als ein gutes altes Modellautorennen. Ganz witzig gemacht von der Idee her. Und unsere Aufgabe wird es sein, halt eben einfach über die Kurse zu düsen, die halt eben, wie ihr hier sehen könnt. So, dann halt eben in diesem Fall in der Badewanne zu fahren und dabei nicht in den Schaum zu kommen. Und das wird dann noch genau, da konnte man springen. Ah. Was habe ich denn da jetzt gemacht? War es das? Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Hallo? Ach so! Okay, ich musste mich erstmal qualifizieren. Who do you want to race? Ja, Spider hatte ich jetzt eigentlich gedacht. Ach so. Okay. Na gut. Genau, so, jetzt gibt's die Breakfast, jetzt gibt's halt eben dann das nächste. Aha. Ah ja, gut, das ist der Sammelkasten noch. Stimmt, man konnte dann die Autos halt eben freispielen. Das waren dann unterschiedliche Autos, unterschiedliche Eigenschaften, die Strecken waren halt eben ein bisschen anders. Was mich ein bisschen wundert allerdings, und das ist halt eben der eigentliche Punkt. Wo ist die Musik geblieben? Ich weiß, dass es auf der PlayStation entsprechend Musik gab. Platz! Ah. Mann, was fahre ich mir denn hier zurecht? Sag mal. Das gibt's doch nicht. Okay, wir sind wieder am Feld. Man darf halt eben auch nicht zu viel abkürzen. Weil da wird die Runde nicht gewählt. Also man darf von der Strecke abkommen. Das ist schon in Ordnung. Aber eben halt nicht zu viel. Also wie, was ich jetzt hier gemacht habe, um den Honig da zu umfahren, das war durchaus noch in Ordnung. So, wunderbar. Da haben wir es doch. Darauf Schluck hier erstmal. Ach ja. Köstlich. Wunderbar. Ja, also das ist ein bisschen. Das ist halt eben, ich wundere mich ein bisschen, weil ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass die Amiga-Version der PlayStation-Version eigentlich durchaus ebenbürtig sein hätte müssen. So, weil das Game war halt eben, ihr seht es ja selber, ne? Es war jetzt nicht unbedingt der großartige. Na, so. Okay. Also, grafisch war es jetzt auch für Amiga-Zeiten nicht unbedingt das Anspruchsvollste. Ah, nein. Aha, blöde Anspitze. Ah! Oh nein. Oh, okay, ja, geht ja gleich gut los hier. Die überholen mich doch gleich. Und Sprung. Ja, sehr gut. Verdammt. Oh, nee. Oh, Mensch.
Ist ja nicht die Wahrheit. So, meine Herren. Ah. Warte mal, ich höre da diese Geräusche. Bin ich zu dir jetzt einfach schon wieder hinter mir? Autsch. Oder so, bin ich tatsächlich so weit dran, dass ich sie immerhin noch gehört habe, wie sie über den Hefter gesprungen sind? Aber ganz im Ernst, von euch, die mal Micro Machines hatten, ich nehme mal an, es gibt einige von da noch durchaus, die sich diese Serie angucken. Habt ihr sowas nicht auch gemacht? Also ich schon. Schön irgendwelche Strecken aufgebaut, dann mit meinen Brüdern dann halt eben entsprechend um die Wette gefahren. Das fand ich eigentlich immer ganz lustig. Lost one life, wir haben drei Leben. Das Problem ist halt eben, dass wir halt eben nicht so wirklich viele Möglichkeiten haben, dem jetzt zu entgehen. Ich hätte natürlich, ich weiß gar nicht, ob der Level Skip aktiv ist. Das könnte ich mal probieren. Also ich habe die Cheats eigentlich ausgeschaltet. Aber im Zweifelsfall gucken wir uns über den Level Skip noch ein bisschen was an. Ah nein, zu früh abgebogen. Ja, tolle Wurst. Manometer, ey. Gibt's ja nicht. Aber immerhin bin ich wieder an ihn dran. Also so einigermaßen jedenfalls. Mal gucken. Oh, sehr gut gefahren hier. Nein! Gibt's ja nicht. Komm schon. Was mach ich denn hier? Boah. Da war der Tisch zu Ende. Oh, die sind jetzt schon... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So. Gibt's ja nicht. Oh Mann, ey. Ich bin, glaube ich, zu alt für Spielzeugautos. Kann das sein? Gibt's ja nicht, komm schon. Das habe ich früher auch geschafft, das kriegen wir hin. Ja, tralali, tralala hier. Oh, okay. Habe ich unendlich Leben doch angelassen? Sieht so aus, ne? Da hatte ich eben 4, weil ich die erste Strecke gewonnen hatte. Ich weiß es nicht. Komm, wir versuchen es nochmal. Ich habe ein gutes Gefühl. Ein sehr gutes Gefühl. Ja, wunderbar, wieder mal sonst wo. Ey. Oh Mann. Meine Fresse. Da fällt bei mir die Photoshop-Box um. Oh nein!
Los, schnell, 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 schnell. Wir sind gar nicht so schlecht unterwegs. Verhältnismäßig gesehen, vielleicht sind ja noch beiden Runden, die wir geschafft haben, gedreht haben. Das Problem ist, ich muss hier Erster werden, glaube ich. Jetzt komme ich nicht weiter. Ach. Nein. Oh. Gibt es doch nicht. Mann. Ninchens Killers. Oh ja, anscheinend hatte ich doch unendlich Leben eingestellt. Da habe ich doch bestimmt auch Levelskip eingestellt, oder? Der war, glaube ich, Enter, ne? Wenn ich mich austauscht. Lass mal gucken. Enter oder Space? Wollen wir mal sehen. Sind wir gespannt. Vielleicht, vielleicht, vielleicht klappt es ja. Ansonsten machen wir nochmal zwei, drei Versuche. Nein. Ah. Ja, schön. Tolle Wurst. Das wird ganz toll. Ganz toll. Einwandfrei. Sensationell. Ich kriege Schreikrampf. Und zwar so richtig. Das kann doch nicht wahr sein. Dieses kleine, örtelige Spiel, mit dem ich Stunde um Stunde geschreddert habe. Weil das Coole war, das konntest du über zwei Controller zu viert spielen. Weil man hatte sich dann die Controller geteilt. Das war total witzig gemacht von der Idee her. Man brauchte dann kein Multitap oder sonst was irgendwie. Das war cool. Haben eben zwei Leute einen Controller gehalten. Einer hat das Steuerkreuz, der andere die Buttons. Und man braucht ja nur links, rechts und Gas. Mehr nicht. Ja, jetzt haben wir uns doch eigentlich relativ gut hineingearbeitet. Oh. Nein, 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 nein. Mann! Das gibt's doch nicht. Erstmal einen Beruhigungsschluck trinken hier. Meine Güte. Qualified. Okay. Das heißt, wir dürfen weiter? Gott sei Dank! Oil Can Rally. Okay. Mann, 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 Mann. Ja, Puls wieder auf 180 hier. Okay, zweiter werden reicht. In Ordnung. Oh, was ist das? Kleber. Mhm. Und es gab ja auch bei den Micro Machines, ich weiß gar nicht, gibt es die heute eigentlich noch? Da gab es ja auch ganz schräge Modelle teilweise, also... Ach nein, rechts rum, danke für den Kleber. So. Wer jetzt auch der Meinung ist, man könne doch dann ganz einfach irgendwie einfach nur
stur irgendwie eine kleine Runde zum Ziel drehen. Nee, 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 nee. So einfach ist das nämlich nicht. Man muss schon gewisse Punkte erreichen. Gut, da hilft's dann halt eben nicht, wenn man... Ah. Ah. Ich will nur Zweiter werden. Nur Zweiter. Zweiter reicht uns. Aber Erster wäre geil. Komm, 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 komm. Yeah. Dankeschön. So geht das. Jetzt haben wir Oberwasser. Und jetzt stellt euch das mal zu viert vor, ne? Also, das hat Spaß gemacht. Cherry ist weg. Oh, okay. Tschüssi. Das, ah, ja, 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 ja. Nimm mal Walter mit dazu. Sandy Straits. Okay. Gut. Dünenbuggies, ne? Okay. Gut, gut, gut. Sandy Straits. Straight, straight klingt ja erstmal gut. Straight ist ja erstmal nicht so schlimm. Das ist ja... ne, ich meine, so geradeaus und so. Okay, auf geht's. Gucken wir mal. Ah ja. Mal ein bisschen die Straße kennenlernen hier. Okay. Okay, da geht's lang. Wie viele Runden haben wir? 3. Oh, Hilfe! Könntest du mal... Oh, je, je, je. Okay. Blub. Okay. Alles klar. Das sollte machbar sein eigentlich, wenn ich mich nicht komplett abhängen lasse. Okay. Ah, die Schaufel ist nicht gut. Und absaufen noch viel weniger. Mann, das ist hier die S-Kurve. Das ist nicht so schwierig. Kann man sich doch mal merken. Kaum zu glauben. Zu früh. Du Anfänger. Boah, das war knapp. Ey, 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 ey. Ah. Manchmal reagiert der Stick nicht ganz so, wie ich das gerne hätte. Ich habe ihn vielleicht auch schon ein wenig zu sehr malträtiert. Ah, so ein bisschen Spiel in der Nullzone hat er schon. Aber keine Ausreden. Failed. Halt einen Mond. Ja, one life lost. Nimm's doch. Okay, auf geht's, komm. Naja, und ihr seht's ja selber, ne? Der Setzkasten oder Kälte kann man dann wirklich dann halt eben voll machen. Und da gab's diese ganzen unterschiedlichen Fahrzeuge. Und alle haben sie unterschiedliche Eigenschaften. Und also das macht schon ziemlich viel Spaß. Also das Partygame war das echt super. Das kann man nicht anders sagen. Deswegen. Ah, Mann. Upsassa. Wo bin ich denn hier jetzt drin gelandet? Ach du Schande, die sind schon... Ei. Ups. Blöde Stein. Mann, 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 Mann. Ja, schön absaufen hier. Oh, nee.
Ah, zu früh eingelenkt. Aber das großzügige Mitnehmen von Begrenzung war hier natürlich einfach... Ups. Das wird nichts mehr. Aus... aus naheliegenden Gründen. Eieieiei. Okay, pass auf. Wenn wir mit dem hier jetzt durch sind, dann gibt es noch ein Race und dann soll es das auch gewesen sein. So. Ja, ich weiß nicht, wie viel wir gehen haben hier, Fussel. Ach ja, Spaß muss sein. So, komm schon, einer noch. Da will ich doch jetzt mal mit ein bisschen Ehrgeiz rangehen. Ja, ja, Bonnie, ist schon in Ordnung. Los jetzt. Aber wir haben vier. Ich glaube, es gab auch sogar ein Level mit Panzern und die konnten sich richtig auch abschießen gegenseitig. Das war dann halt eben doppelt abgefahren. Aber da musstest du auch erstmal hinkommen. Das war nicht ganz so ohne. Teilweise haben wir es dann halt eben auch so gemacht, dass wir vereinbart haben, wer verliert, um dann halt eben so weit wie möglich zu kommen, dass man dann halt eben mit den Leben haushaltet so ein bisschen. War halt auch eine witzige Idee. So, wir sind wieder im Rennen. Genau, mach dich weg. Sehr schön. Ja, so geht das. Oh, vielleicht machen wir doch noch eins. Nein, 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 nein. Oh, nicht jetzt spinnen. Super. Ach Mensch, ich war so gut unterwegs. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.